Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800, hier bei Heisenberg Zockt. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Leute, die irgendwas rufen, genau. Die Unerzogenen sozusagen. Nein, wir haben hier oben eigentlich völligen Überschuss an Leuten. Jetzt gab es noch Kommentare, danke dafür. Nämlich, dass man diese Häuser im Prinzip auch wieder zurückreden kann. Hier sieht man es, Einwohnerabstieg. Würde dann dazu führen, dass wir hier eben weniger hätten und hier wieder mehr. Aber im Moment haben wir von allem Überschuss. Deswegen, ich würde lieber mal gucken, dass wir die hier in Gang kriegen, dass die mal geupdatet werden. Da fehlt immer noch Arbeitskleidung. Dann werden wir nochmal Arbeitskleidung herstellen. Es hilft nichts. Nochmal hier diesen. Ja, machen dich hier hin. Ne, machen wir eben nicht. Genau, ich muss immer aufpassen wegen diesen Holzfällerteilen. Machen wir dich hier hin. Ich denke mal, gegen eine Wollfarm werden die Leute hier nichts haben. Was ich glaube ich auch noch angestellt habe, ich habe irgendwo eine Brauerei hingestellt und dafür eine Metzgerei oder umgekehrt. Das kann mal vorkommen. Ich denke, das ist relativ egal. So, also das hätten wir. Dann brauchen wir hier aber nochmal so ein Webdingens. Das würde ich dann vielleicht doch nicht hier hinstellen, sondern das können wir irgendwo hier oben hinstellen, weil das spielt tatsächlich keine Rolle. So, gleich neben der Feuerwehr und hier. Siedlung errichtet. Aha, okay. Ja, lassen wir mal. Was wollte ich jetzt noch? Genau, wir können ja mal generell gucken wegen Aufleveln. Moment, einmal hier klicken. Dann den hier. Jetzt habe ich es, glaube ich, deaktiviert. Ne, aktiviert. Können wir allen Ernstes hier nirgends? Doch, ein Lagerhaus. Na, Halleluja. Gut, immerhin. Aber ansonsten. Nee, da ist tatsächlich niemand bereit, irgendwie das Ganze aufzuleveln. Naja, gut, muss ja nicht sein. Gehen wir hier wieder raus. Und gucken, was wir sonst noch machen können. Also viel können wir hier in dem Sinn nicht machen. Wir müssen jetzt gucken, dass die Bedürfnisse einfach gestillt werden. Ist natürlich auch, wir haben jetzt so viele neue Häuser hingestellt. Das ist ganz klar, dass dann natürlich irgendwie die Kleiderproduktion etc. da gar nicht mehr hinterherkommt. Wie viel Prozent haben wir hier? 70. Ja gut, nee, das können wir eigentlich lassen hier, würde ich sagen, für den Moment. Ansonsten. Ja, Häuser bauen bringt im Moment nichts. Ich glaube, jetzt müssen wir es wirklich einfach mal ein bisschen auch laufen lassen. Das Ganze. Hier oben haben wir praktisch schon wieder eine neue Stadt. Wir haben natürlich hier zum Beispiel ein Haus, das keine Straße hat, sehe ich gerade. Und was wir hier auch nicht haben, ist ein Marktplatz etc. Wir haben zwar eine Feuerwehr. Ja, da werden wir dann auch noch dafür sorgen. Das könnte schwierig werden mit der Straße. Wir können mal gucken, ob das was bringt, wenn wir es so machen. Jawohl, tatsächlich. Dann haben die hier eine separate Zufahrt. Das hat ja auch nicht jeder. Also von daher. Dass du keins von meinen kleinen Vögelchen bist. Sie ist enttäuscht. Das macht nichts. Weil irgendwie diese Nebenmission, ich weiß nicht, die haben mich wirklich schon damals, als ich das erste Mal gespielt habe, nicht getriggert. Ich finde die lästig. Ich möchte hier Aufbaustrategie machen und nicht dauernd abgelenkt werden. Muss ich wirklich so sagen. Also von daher ist mir auch Schnuppe, wenn wir das irgendwie nicht hinkriegen. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Weiß nicht. Was habe ich denn gesagt? Kleider und der Markt, okay. Aber die Kleider, das ist halt schon krass. Aber es stand, glaube ich, auch in einem Kommentar. Oh, Hallöchen, Flamingos oder was seid ihr für komische Teile? Also was in der Richtung. Es stand auch in den Kommentaren eben, Arbeitskleidung braucht man ohne Ende. Von daher überlege ich mir gerade, ob ich nicht tatsächlich nochmal Feuer? Oder ist das noch vom letzten Mal? Das glaube ich noch vom letzten Mal. Wir haben hier eh eine Feuerwehr. Ja, ja, das war hier oben. Hier hat es gebrannt. Das weiß ich noch. Ja, machen wir halt noch mehr Kleider. Ja, wo können wir euch hinmachen? Hier oben ist dann irgendwann wieder Feierabend. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mal eine Straße hier rauf. Und zwar so. Und dann nochmal eine Wollfarm. Wobei, ich müsste zuerst mal gucken, wie das eigentlich aussieht im Lager. Werden wir gleich machen. Ja, können wir hier hin. Dann hat er hier den Zugang. Du brauchst hier noch Felder. Habe ich eine Schweinefarm hingestellt? Eine Schäferei. Doch, doch, eine Schäferei passt ja. Wir wollen ja Arbeitskleider machen. Jetzt habt ihr mich verwirrt mit eurem, dass ich da mal irgendwas verkehrt gemacht habe. Aber ansonsten passt. Spiel gespeichert ist auch in Ordnung. Hier, das Upgraden. Jetzt passt es bei den Kleidern. Eine Schule fehlt hier unten. Was brauchen wir für eine Schule? Wo hatten wir die? Da. 50 im Monat, 2.500, wir haben 25.000 und es fehlen aber auch wieder noch die Ziegelsteine. Da werde ich jetzt gleich als nächstes mal nochmal drauf kommen. Eine Schule. Da haben wir eine Schule und die ist aber zu weit weg für die Leute hier.
Hier haben wir keine. Wir haben, glaube ich, hier oben noch mal eine Schule. Ja, da haben wir noch eine. Ja, wohin mit dir? Vielleicht hier runter und eine Straße dann dazu? Ich denke, das wäre nicht so falsch. Bauen können wir es ja eh noch nicht. Dazu eine Straße. Dann hier rauf. Hier rauf. Dann müsste das angeschlossen sein. Wir können das ja sogar noch ein bisschen weiterziehen. Machen das mal hier außen rum. Bestens. Ja, können wir nicht bauen. Gut, also Ziegelsteine. Beziehungsweise jetzt gehen wir echt mal schnell schauen hier. Was haben wir hier an Lager? Wir haben sehr viel Baum und sehr viel Brett. Das ist okay. Das können wir ja handeln. Machen wir mal nochmal ein paar weitere dazu. Das gibt ja dann wieder Geld. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal die Arbeitskleider betrachten. Wir haben eigentlich genug Wolle. Ja, wisst ihr was? Das Verhältnis hier, das ist meiner Meinung nach eben nicht okay, wenn man es so nimmt. Da werden wir nochmal nicht ein Schafsding machen, sondern wir werden nochmal eine Weberei hinstellen. Und wie gesagt, das ist relativ egal wo. Solange wir in der Nähe irgendwie ein Dingens haben, so ein Lager. Ja, aber halt nicht dort, wo sie wohnen. Hier oben, da haben wir doch noch ein bisschen Platz. Da geht es leider nicht hin. Hier passt du hin. Ja, machen wir dich hier hin. Hier hat es auch Wohnungen, ich weiß. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ja, da muss ich mal gucken, Kollege. Nee, jetzt ist eigentlich okay. Strahlende Helden. Ein Inferno, jawohl, die Feuerwehr. Leute sind gerade zufrieden. Immerhin, es geht aufwärts. Gelddruckmaschine, genau, weil wir haben ja tatsächlich jetzt einiges an Geld verdient. Dann lassen wir das mal so durchgehen. Dann brauchen wir auch keine Punkte, die wir da verbraten. Später, irgendwann werden wir wahrscheinlich noch umziehen mit sowas hier. Dass das hier irgendwie ein bisschen nach weiter hinten kommt. Gut, haben wir sonst noch irgendwie was? Genau, nee, ich wollte ja gucken wegen dem Ziegelstein. Ob da irgendwas... Oder was da fehlt. Wir haben hier die Ziegelsteine. 24. Hier haben wir Lehm. Also wir haben mehr Lehm als Ziegelsteine. Das würde für mich wieder heißen, wenn wir hier mal kurz zu den Ziegelsteinen gehen. Was haben wir hier für ein Verhältnis? 30, eine Minute. Wir machen nochmal zwei solche hin. Auch irgendwo hier oben. Da haben wir auch eine Meldung. Ist aber in Ordnung. Hier würden sie wieder wohnen. Machen wir die Industrie hier hin. Ne, da wohnen sie ja auch. Irgendwie wohnen sie mittlerweile überall. Machen wir hier nochmal so ein Teil, dann sind die in der Nähe. Und dann mache ich aber gleich noch ein Teil hin. Hier unten ist okay, glaube ich, jawohl. So, dann haben wir zwei von denen. Dann sollten wir hier eigentlich an Ziegelsteine rankommen. Das würde dazu führen, dass wir dann hier unten das Teil auch bauen können, jawohl. Sehr schön, das wird die Leute freuen. Das Schlaraffenland. Wobei, wenn man es genau nimmt, im Moment interessiert die natürlich die Schule noch nicht, weil die haben ganz andere Sorgen, die brauchen Marktplatz. Aber dann haben wir für spätere Zeiten schon mal vorgesorgt. Dann würde ich mal sagen, der Marktplatz war hier. Hier oben Marktplatz. Das müsste eigentlich für da unten auch noch halbwegs reichen. Wir haben nicht in der Nähe einen. Nee, machen wir den hier hin. Das freut mit Sicherheit die Häuschen hier. Und hier hat nur den Zugang. Würde passen. Und hier hätten wir sogar noch Platz für die ein oder andere Deko. Ein Bäumchen. Das ist alles gesperrt. Was kostet das? 200. Können wir uns leisten. Dann gibt es hier ein Ornament. Zack. Das sieht auch cool aus. Das möchte ich mir glatt mal kurz ansehen. Wie sieht das aus, wenn man hier tatsächlich auf dem Markt ist? Ja, doch was Staatliches. Je nachdem kann man sagen, es guckt in die falsche Richtung. Erinnert mich ein bisschen an den Hermann den Cherusker aus dem Teutoburger Wald. Das Ding habe ich tatsächlich öfters mal gesehen. Anno Union. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt sozusagen. Gut, wenn wir schon gerade in der Position sind, würde ich sagen, wir schreiten hier mal noch ein bisschen voran. Das sind natürlich jetzt alles wieder Orte, die nicht gelevelt sind. Man sieht es relativ deutlich. Wenn wir hier runtergehen, dann werden die Häuser dann, glaube ich, dann schon langsam besser. Latschen wir mal in die Richtung. Sie haben natürlich auch immer noch die Lehmstraßen. Das werden wir aber auch angehen. Aber ich möchte jetzt nicht die ganzen Ziegelsteine für eine bessere Straße verbraten, wenn wir die Ziegelsteine eben tatsächlich für andere Gebäude noch brauchen. Wirtshaus. Pub, genau. Hier waren wir auch schon. Auch die Warenhäuser, also diese Lagerteile, die sehen auch schon relativ staatlich aus mittlerweile. Und ich muss gestehen, ich liebe es. Ich finde das fast das Beste an Anno, wenn man hier in der Ego-Perspektive durch Städtchen läuft. Wobei eben natürlich das... Das Bauen etc., das Knobeln, das macht auch Spaß. Also das ist ganz klar. Ohne geht's nicht und das zum Glück. Eben, was ich ja nicht so mag, ist eben dieses irgendwie, dass man dann belästigt wird von anderen Inseln. Lasst uns in Ruhe, wir wollen hier spielen.
Schönes Bild. Gut, gehen wir wieder raus. Hat sie irgendwas getan? Oh ja, wir haben viel zu viele Menschen hier im Prinzip. Da müssen wir halt noch mal ein paar Industrien hochziehen. Stahlträger haben wir gemacht. Einen kleinen Hafen. Machen wir noch mal ein Depot. Dann haben wir mehr Lagerkapazität. Passt das hier hin? Bist du ein Depot? Ja, da haben wir das Depot. Was hatte ich denn vorher in der Hand? Ich glaube, die Werft. Passt schön hier rein. Bauen wir mal. Dann müsste das hier erhöht die Lagerkapazität. Kostet natürlich auch Unterhalt und bla bla, ganz klar. Geschützstellung. Ist mir noch ein bisschen zu früh, da möchte ich jetzt nicht übertreiben. Aber wir können ja mal gucken, ob wir mittlerweile ein Schiffchen bauen können. Ne, da fehlen die Segeltücher. Stellen wir überhaupt Segeltuch her? Das könnte natürlich sein, dass wir das noch gar nicht gemacht haben. Was brauchen wir dafür? Auch Wolle. Und hier eine Segelweberei. Hier sehen wir überall, wo wir die Wolle haben. Ja, machen wir nochmal. Oder haben wir genug Wolle? Wir schauen zuerst. Wolle haben wir 24. Könnte man eigentlich machen, dass wir einfach nochmal so eine Segel-Dingens hinstellen. Das ist bei 30, 30. Ja, es hat auch wieder Industrie. Vielleicht doch auch noch ein bisschen eher nach hier oben. Ja, machen wir dich, wenn ich dich hinkriege, hier hin. Zack. Gut, ein Lagerhaus habt ihr hier. Upgraden kann ich das noch nicht. Haben wir denn sonst was, was wir upgraden können mittlerweile? Ja. Jetzt hier, jetzt geht's los. Wow, guckt euch das mal an. Oh, und hier tatsächlich solche, die zur nächsten Stufe führen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Handwerkskunst, sehr schön. Da werden dann natürlich entsprechend neue Sachen freigeschaltet. Jetzt müssen wir aber hier gucken, dass wir ein vernünftiges Verhältnis haben. Wobei, jetzt haben wir hier schon einen Meilenstein sozusagen gelegt. Alles, was ich je wollte, war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Ja, hast du doch, hoffentlich. Wo kann ich hier noch? Hier? Ich habe Pläne für neue Expeditionen aus Baldoran. Mhm. So, das hier im Auge behalten. Das müsste passen. Dann können wir hier nämlich auch nochmal ausbauen. Und das werden wir uns dann auch wieder ansehen. Ganz klar. So, du noch. Du noch. Nee, nicht möglich. Die lasse ich aus. Ich möchte jetzt wirklich nur sozusagen die hier, diese Gebäude nochmal leveln. Zur nächsten Stufe. Weil jetzt haben wir hier einen dritten Reiter. Guck mal, Handwerker, Arbeitskraft. 80. Okay. Und das schaltet eben hier unten eigentlich neue Sachen frei. Das erste Schiff vom Stapel Rathaus. Alles wartet auf dein Zeichen. Was? Hanna kann es kaum erwarten, ihre ersten Schiffe zu sehen. Die Werft ist, was ist? Ach so, die Werft ist, was ist mit der Werft? Ja, da fehlt halt Segeltuch. Eben, da müssen wir kurz warten, bis wir da irgendwas machen. Hier ist aber doch schon ordentlich Betrieb. Aber das sind die Fischer, die hier rumbasteln. Gut, Segel setzen. Bauen Sie Fregatte 1. Das ist eine Aufgabe. Das ist okay. Können wir aber tatsächlich erst machen. Oder kann ich das jetzt schon in Auftrag geben? Uns fehlt ein wichtiges Gut, das auf dieser Insel nicht hergestellt werden kann. Oh. Du musst einen Weg finden, es zu importieren. Mhm. Dass sie neue Inseln besiedeln. Einführung, Besiedlung neuer Inseln. Ist mir eigentlich klar. Bringen Sie Bretter, Stahlträger an die Küste der Insel, um das Konto zu bauen. Das ist schon mal ordentlich. Halten Sie in der Region. Ja. Okay, Segel setzen ist das eine, das ist das andere. Einführung, Besiedlung. Möchte ich jetzt noch nicht machen, können wir machen. Aber wir haben jetzt wichtigere Sachen als Paprika und so weiter. Finde ich zumindest. Nämlich, dass wir hier nochmal schauen. Die bitte alle upgraden. Und wie gesagt, das möchte ich mir dann gleich mal kurz angucken. Bin ich hier auf voll Tempo? Nein, eigentlich nicht. Sonst noch jemand? Hier hinten. Hier noch. Ja, sonst passt eben die Kleinen. Aber die würde ich mal noch lassen. Ist natürlich, je mehr wir dann hier abgegradet haben, dann wird es hier weniger und hier mehr. Das ist ja nicht das gleiche Prinzip. Oh, aber die können wir alle hier. Geht das nicht so irgendwie? Doch. Ist dann doch ein bisschen einfacher. Aber alle markieren, runterziehen. Sauber. Ja, doch, die machen wir auch. Da, Spiel gespeichert schon wieder, sehr schön. So, da werden sie hochgezogen. Wer hier noch? Sehr gut, und jetzt gehen wir mal kurz spazieren. Wobei, guck mal, hier ist er auch noch. So, alle erwischen. Ja, jetzt lässt es langsam nach, ist aber okay. Jetzt möchte ich hier unten gucken, wie das aussieht mit diesen Häuschen. Weil oben passt ja halbwegs.
Also mit den Zahlen. Ja, jetzt wird es schon moderner. Das ist schon cool gemacht. So, gehen wir mal. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ich kann ja schneller laufen, genau. Jetzt haben wir wieder ein Sternchen. Ne, den lasse ich aus. Sonst müssen wir nur wieder Schweinchen, Steine oder sonst was suchen. Sind das hier schon gelevelte Häuser? Ich nehme es mal an. Oh, das sieht aber auch mit dem Depot cool aus da unten. Das ist halt, sobald es Licht hat und ein bisschen dunkel wird, sieht sowas einfach nur klasse aus. Ich wünsche mir nicht umsonst bei Transport 4.2. Seit Ewigkeiten halt. Ein Tag-Nacht-Zyklus. Ja, das sieht schon sehr nett aus. Gut, wir gehen nochmal eins weiter. Vom Hafen weg nach hier hinten. Danke fürs Durchlassen. Ja, hier wird gearbeitet. Ja, und gefeiert. An gewissen Stellen. Wäsche gewaschen. Ja, auch das musste man damals. Da ist man natürlich auch nicht dran vorbeigekommen. Sehr schön. Gut, gehen wir wieder raus und gucken uns die Zahlen an. Ist eigentlich okay, wir können das so lassen. Solange wir hier genug Leute haben, eben um die 100 würde ich mal sagen. Hier haben wir über 1000, da können wir getrost leveln. Sehr gut, aber jetzt müssen wir mal schauen, was die Leute hier für Bedürfnisse haben. Ist es dann doch irgendwie Paprika? Ich träume von mehr. Fleischkonserven, okay. Pelzmäntel ist hier noch abgeschlossen. Interessanterweise. Aber er möchte Fleischkonserven. Dann gehen wir doch glatt mal kurz gucken. Die Fleischkonserven, die haben wir hier. Eieiei. 2 Minuten. 15 Sekunden. Eine Eisenmine. Gut, eine Eisenmine haben wir, die produziert schon. Die Konservenfabrik braucht dann eine Minute 30. Okay. Die hier sind alle gleich. Von denen brauchen wir mehr. Gut, machen wir mal. Was ist das? Eine Rinderfarm. Stellen wir mal ein in die Produktion. Ich kann eigentlich wieder schließen. Eine Rinderfarm. Hallo, nicht davonfahren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Rind. Ich mache das mal hier hin. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Wir stecken hier viel Herzblut rein. 4 Stück. Einmal. Zweimal. Das müsste man nochmal drehen. Wie drehe ich das gleich nochmal? Oh, nicht, dass ich hier die Felder nicht hinsetzen kann. Waffenstillstand, ja, das freut mich. Wie dreht sich das? Das steht leider nirgends. Mit der rechten Maustaste geht's nicht. Weil das sind zu wenig Felder. Man sieht, da fehlen 2 Felder. Wo mache ich die hin? Ja, sonst müssen wir nochmal umziehen mit dir. Haben wir mal? Ja, ja, es ist ja alles in Arbeit. Wir werden beobachtet. Was? Von wem? Fehlende Rindergehege. Ich, Leute, echt jetzt? Come on. Kann ich mit dir nicht umziehen? Da läuft wieder so eine Uhr, die macht einem ganz nervös. So, jetzt geht's. Wir ziehen um nach hier oben. Dann kriegt er eine eigene Straße. So, erst nochmal gucken. Jetzt haben wir einen von 4 Feldern. Jetzt passt. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Mhm. Ist okay. wo ist das Haus? Reicht das, wenn ich das so anschließe? Dass das dranhängt? Ich hoffe es mal. Gut, also, dann haben wir hier eine Rinderfarm. Und dann haben wir hier die blöde Paprika. Genau, die fehlt. Die müssen wir importieren. Damit wir dann hier die Großküche bauen können. Ja, da müssen wir schnell gucken. Eigentlich eben, wir könnten auf eine andere Insel, wo Paprika eben angepflanzt werden kann. Und hier wollen sie unbedingt, dass wir ein Schiff bauen. Ja, machen wir mal Frachtplätze 2. Baut das mal, das wird jetzt ein Momentchen dauern. Wir können ja mal gucken, ob wir das nicht importieren können. Paprika, hier. Dass wir das erstmal importieren, bevor wir auf eine andere Insel gehen. Würde heißen kaufen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wie viel. Machen wir mal 30 und gucken mal, wie das ankommt. Bevor wir eben zur anderen Insel gehen und dann Paprika selber anbauen. Gut, das wird aber passen. Das heißt, wir würden hier Paprika kriegen. Zumindest alle Schaltjahre mal, wenn wir Glück haben. Während es hier schon wieder Nacht geworden ist. Häufiger zusammen Tee trinken sollen. Ich greife dich gleich an, Frau. Liebes Geschwisterherz, hier werden die Fruchtbarkeiten deiner Inseln angezeigt. Aha. Okay. Wie du siehst, können wir hier keine Paprika, das weiß ich. Wir haben ja auch keine Konserven produzieren können. Wir müssen aber eine andere. Nee, wir können Paprika importieren. Das haben wir ja eigentlich gerade gesehen. Zumindest für den Anfang.
Ich würde das Ding mal noch fertig machen. Dass wir hier oben zack so ein Teil haben. Und dann eine Konservenfabrik dazu. Was fehlt uns denn hier noch? Irgendwas wollen sie da noch haben, was wir nicht haben. Das hier auch schon. Moment, das sehe ich ja hier. Tatsächlich, guck mal, das unten dort, wo wir 8 brauchen von. Was ist das denn? Schrifttafel? Ne, Fenster sind das. Gut, da müssen wir tatsächlich erst eine Fensterfabrik haben. Aber kann ich die schon bauen? Ne, ist auch eine Blaupause. Ist okay. Zack, einmal hier hin. Machen wir das mit Blaupausen. Und die Fenster, das ist auch schon wieder. Heiliges bisschen, eine Riesendingens hier. 30, 30, 15, eine Minute. Gut, eine Quarzgrube. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, eine Quarzgrube zu installieren? Ich wüsste nicht wo. Wo haben wir denn Quarz? Hier hinten haben wir Öl irgendwo noch. Genau, das ist noch nicht wirklich Thema. Tja, steht irgendwie, wo die hinkommt? Freier Hafenbereich. Erforderlich. Was für eine Quarzgrube? Nee, geht aber auch nicht. Nee, nee, hier ist auch nichts mit Quarzgrube. Und Hafenbereich wäre da. Ach. Sind das hier die Dinger, wo es hingehen würde? Das steht doch nicht auf dem Wasser, das Teil. Steht das auf dem Wasser oder was sind das jetzt für Markierungen? Ich weiß nicht, wo die Quarzgrube hinkommt. Ich hätte jetzt schon getippt irgendwo, dass hier irgendwo was ist. Wo wir es eben draufsetzen können. Geht das hier unten? Nee, geht nicht, geht nicht. Ja, muss am Wasser sein, okay. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten hier? Am Wasser. Hier ist halt Fels. Geht schon mal nicht. Wenn ich hier reinsetze, geht auch nicht. Hier geht's. Es sind tatsächlich diese Felder. Okay, dann machen wir dich hier hin. Ich hoffe mal... Sehr gut, ich hoffe mal, du bist hier nicht im Weg. Gut, also nochmal zurück zum Thema Fenster. Quarz, 030, 030. Holzfällerhütte haben wir. Eine Glashütte brauchen wir aber definitiv noch. Die können wir bauen. Die bauen wir aber wieder hier oben. Irgendwo hin. Ja, hier einmal eine Glashütte. Sehr gut. Und dann brauchen wir eine Fensterfabrik. Holz kriegen wir ja. Fensterfabrik. Kann natürlich sein, dass wir jetzt dann wieder viel zu wenig Holz haben, weil wir für jede zweite Industrie tatsächlich Holz brauchen. Gut, aber das hätten wir angeleiert. Würde schon mal passen. Und jetzt, wir haben neue Schiff, hieß es. Bist du schon vom Stapel gelaufen? Einsatzbereit. Tatsächlich, der tollkühne Tümmel. Sehr schöner Name. Ja, Patrouillenroute könnt ihr machen. Der ist aber nicht bewaffnet in dem Sinn. Was wir damit aber machen können, ist eben tatsächlich, dass wir jetzt irgendwie die Sachen exportieren auf eine Insel, wo wir dann siedeln. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne... Ja, bleib mal, wo du bist. Hier schnell gucken. Wo wir Paprika haben. Zum Beispiel hier hinten. Aber ich weiß nicht, wie begeistert die Dame ist, wenn wir jetzt hier auf ihrer Insel nach Paprika suchen. Gibt es noch was anderes? Das haben wir halt noch nicht entdeckt. Gut, wir machen Folgendes. Wir schnappen uns ihn hier. Fahr mal nach da hinten. Expedition. Ja, das kann man tatsächlich auch noch machen. Stimmt, weiß ich auch noch. Hab mich aber auch nicht wirklich begeistert. Ich weiß nicht, mir ist fast zu viel drin. Was man hier abseits des Bauens etc. machen kann. Ich habe eigentlich dem Schiff gesagt, soll hier hinfahren. Ruder! Jetzt. Gut, kann ich jetzt wieder rüber? Bewegen Sie die Kamera zu Ihrer Insel. Machen wir. So, jetzt klappt sie da mit dem Baumenü. Wir haben zu wenig Leute. Das heißt, wir müssen hier nochmal leveln. Wenn es irgendwie geht. Ja, das sind die Falschen. Die hier können wir nochmal leveln. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht zu wenig haben. Wir müssen die Arbeiter leveln. Und da sehe ich, das klappt noch nicht. Da müssen wir wieder gucken wegen den Bedürfnissen, ganz klar. Das hier unten bringt nichts, wenn wir das machen. Hier oben ist auch nichts. Ja, wir können hier ja nochmal einen Happen leveln. Zack, dann haben wir hier wieder mehr. Aber wir müssen halt gucken, ja, dass wir die eben leveln können. Ich gehe mal schnell schauen. Steuermann? Wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld. Das ist ganz klar, weil das dauert ein Momentchen, bis wir hier an die Fleischkonserven rankommen. Man sieht aber auch, bei Brot ist hier nicht unbedingt alles zum Besten bestellt. Wo hatten wir denn das Brot gleich nochmal? Hier. Getreidefarm. Da müssen wir nochmal schnell gucken hier. Was haben wir an Getreide? Da. Ein Getreide, 41 mal Mehl, kein Brot. Wir brauchen nochmal Getreidefelder.
Könnt ihr haben. Die brauchen Platz. Könnt ihr haben. hier oben. Oder hier an die Straße ran. So, und dann mit den Feldern irgendwie da rauf. Sind dann einige, wie man sieht. Ja, das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Das machen wir doch glatt. Hier. Die Rinder eingezäumt. Okay, wir haben aber, glaube ich, keine Straße. Kannst du noch eins runter? Machen wir mal eine Steinstraße, aber weil wir es können. Was hast du für ein Problem? Kein Lagerhaus in Reichweite. Ja. Einmal hier. Lagerhaus. Einmal hier. Passt da nicht hin, passt hier hin. Moment, das haben wir hier. Kein Lagerhaus in Reichweite. Die Fensterfabrik. Mhm, kriegst du gleich. Wenn ich es finde. Lagerhaus. Zack, einmal hier. Oh, da haben wir aber eine Blaupause. Einmal gucken, was uns fehlt. Ne, das... Achso, ne, kann ich bauen. Sehr gut. Müsste für die auch okay sein. Höchstens, sie hätten wieder irgendwie keinen Straßenanschluss hier. Das ist so ein leiser Verdacht, den ich hier habe. Also die haben einen Straßenanschluss. Das ist schon ein Lagerhaus hier. Ach, die haben jetzt fehlende Waren. Ja, da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Wir haben ja das Lagerhaus gerade hingestellt. Das ist ja kein Ding. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen hier in Los Heisis. Ich denke, ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir verdienen Geld, wie man sieht. Hier müssen wir gucken, dass wir halt wirklich die Arbeitskräfte sozusagen nochmal leveln können, damit wir hier genug Handwerker-Arbeitskräfte kriegen. Und das werden wir haben oder machen können, sobald die hier mit den Konserven etc. in die Gänge kommen. Und Brot haben wir ja jetzt auch geguckt, dass wir nochmal was machen können. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denn. Tschüss.